Ja, hey Leute, Mr. Zentex hier und herzlich willkommen zu Spec Ops The Line. Ich drücke jetzt mal Start und dann schauen wir mal, was das Spiel für uns hat. Die Amerika-Flagge hängt falsch rum, weht gemütlich im Wind. Ich habe mich über Spec Ops Spiele so und ein neues Spiel. Kampfeinsatz. Der Feind ist gefährlich. Das gibt's hier. Standardspaziergang. Sterben wie die Fliegen und sind weniger gefährlich. Mal empfohlen für Shooter Neulinge. Für die meisten Spieler geeignet. Feinde sind aggressiv und gefährlicher, nur für erfahrene Spieler zum Freischalten. Gut, ich mache einfach mal auf normal, mache ich eigentlich immer. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier höre ich einen Helikopter, den hört ihr schon auch gerade. Fliegt er durchs Bild. Ich werde den Kerl nicht loswerden. Langsamer durchhalten. Hast du den Verstand verloren? Komm her. AH-6 gegen Cobra, oder was war das gerade? Happy! Das war nicht der Letzte! Ich sehe sie! Oh, kann ich gleich anfangen, das gefällt mir natürlich mal, muss ich sagen. Keine lange Wartezeit oder irgendwie sowas, das geht hier direkt zur Sache. Das finde ich schon mal wirklich sehr, 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 sehr gut. Das sieht auch ganz schön aus, das Spiel, muss ich sagen. Hier ist auch schon der nächste Drecks hier, die der hier das schöne Hotel kaputt machen möchte. Ich habe so eine fette Minigun in der Hand. Also das, muss ich sagen, ist wirklich extrem cool. Dass ich hier das im Prinzip gleich so an die Hand bekomme und mir jetzt nicht, wie schon gesagt, so eine stundenlange Videosequenz hier antun muss. Das gefällt mir wirklich gut. So, da ist schon wieder was zu sehen. Klein Drecksieg. Nein, der fliegt nicht schneller. So, fick deine Mutter, du Drecksieg. Ja, ist die hässlich. Ach du Scheiße. Wo ist er? Bam, in dein Gesicht, Junge. Ja, ich muss auch noch treffen. Scheiße ist mein Aiming für den Arsch. Was wackelt der auch so? Ist der besoffen oder was? Genau, halt das Ding ruhig. Auf mich will ja keiner hören. Was auch mir gerade abgeht, irgendwie wird es eigentlich so leise und verschwimmt, das Bild wird so schwarz-weiß. Ey, nicht, dass ich jetzt schon die erste Mission fehle. Das wäre ja echt ein bisschen Panne. So, den haben wir auch zerschossen. Dann bring uns hin! In den Sturm, spinnst du? Werden wir sehen. Ah, hier ist ein Sturm. Es scheint wohl irgendwie einen Wüstensturm oder irgendwas abzugehen. So, ich zerleg den. Ey, komm, ganz ehrlich, den scheiß Piloten habe ich auch schon hier hundertfach zerschossen. Oh! Ja. Das gibt Kopfschmerzen, aber ganz gewaltige. Da wird so ein Aspirin nicht reichen. Irgendwie ist langweilig. Ich schieß noch mal ein bisschen. Ja. Also Leute, wie gesagt, ist schon mal ein geiler erster Eindruck auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, das CD-Cover sieht extrem geil aus. Würde ich mir eher als Poster kaufen als MW3 oder irgendwie so. Sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Auch wenn es mich sehr an MW3 erinnert, aber ich finde es echt geil. Oh, jetzt geht's früher. Hier in die Vergangenheit. Die Sonne scheint. Die Palmbäume oder was auch immer das sind. Ach, das ist so ein Bambusbäumchen, okay. Da liegt jemand ganz gechillt in seinem Bett. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper 1 Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingegangen. Also ich hätte ihn ja so am Stiefel gepackt und hinter mir hergezogen. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai, habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Okay, es geht um mich jetzt an Stürme. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Goldeter Wasser. Vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag.
Also ich muss sagen, Dubai als Standort finde ich schon mal cool. Extrem geile Stadt, würde ich richtig gerne mal hin und mir das angucken. Auch hier gerade im Spiel sah es schon extrem geil aus mit diesen ganzen modernen Hochhäusern und so. So, jetzt marschieren wir hier durch die Wüste. Hey, oh. Captain Walker. Was gibt's, Logo? Ist der Lego? Es gibt ein Problem, Sir. Lugo. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist Wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Na klar, Sir. Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep. Immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Ich wette, der Schwarze stirbt. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine, wäre ich jetzt verletzt. Boah, wäre ich nicht so ein mega cooler Amerikaner, wäre ich jetzt verletzt. Stand da gerade Staring Brook 210, also mein Gamertag? Das ist ja geil. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Drücke L einmal und X zum Sprinten. Okay, in Deckung gehen. Ah, ich muss X nur einmal drücken. Muss nicht Deckung. Springen. Ziel. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Vegas, Baby. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Ich würde sagen, wir springen. Yeah. Oh, Adams. So. Das ist also übrig von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Sieht trocken aus. Hey, hier ist dein Seil. Ich jetzt mal dein Abseilen, ne? Bis später, Jungs. Oui. Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Okay, kriegen wir hin. So, also was sagt ihr bis jetzt im Spiel? Ich finde, es sieht schon mal schön aus, auf jeden Fall. Das Licht gefällt mir, wie es hier zum Beispiel gerade ins Bild fällt. Richtig schön. Alles ein bisschen sehr tunnelhaltig gemacht hier gerade, die Level. Klingt wie der Funkspruch. Aber gut, mal schauen, wie es im späteren Verlauf dann noch wird. Ich schwöre, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir's hinter uns. Yeah. Hey. Ganz locker so. Ist da jemand? Der ist zerfickt. Und was wollen wir dann hier? Also Steuerung schon mal wie bei COD bis jetzt. Also so einigermaßen. Viereck nachladen, L1 zielen, R1 schießen. Den Rest werde ich wahrscheinlich noch rausfinden. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Ups, ich glaube, ich kann doch einfach springen. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Logo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so ein Scheiß eben. Logo. Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. So, ducken. Entducken. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Oh Gott, diese Lugo geht mir jetzt schon gewaltig auf den Piss. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Der Konvoi. Es ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Cool. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Von irgendjemand, der wahrscheinlich gleich ins Bild hüpfen wird. Und anfängt auf uns zu schießen. Mist. Walker, sieh dir das mal an. Oh, Scheiße. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Ich wusste, da kommt gleich jemand und springt ins Bild. Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten.
Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agarin Terim Harf Besanim. Sehr gut, Lugo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Booster? Du bist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben raus. Das bringt uns einen Vorteil. Bewegung, Leute! Verdammt, das sind die Kerle! Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Ist doch gut! Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen! Nur zu! Ihr hört bestimmt auf zu ballern, damit du telefonieren kannst! Hermann, weniger Helden, mehr schießen! Bedrohung eliminiert! Zack, fick dich hier. So, tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen wenig rede, aber das Spiel finde ich ehrlich gesagt eigentlich ganz gut bisher. Und Spiele, die ich gut finde, da bin ich meistens gar nicht so in der... Schön. Also wie die sterben, gefällt mir schon mal echt gut. Ich muss mich nur noch anders auf Kreis springen und auf X ducken gewöhnen. Oh. Die nehmen wir mit für unsere Pistole, nehmen wir mal die hier mal mit. Ah, jetzt werden wir auch die Granatenwarnungen kennen. Reklametafel da drüben. Sag Bescheid und ich schalte ihn aus. Visiere einen Gegner an, während du jetzt zwei gedrückt hältst und lass dann los. Aha! Dugo, schalt ihn aus. Ja, Sir. Das ist schon mal schön. Gefällt mir. Zack, Lugo. Was auch immer du für eine Knarre hast, Alter. Oben auf dem Boss. Schalt ihn aus. So. Schön, dass man seinen Kollegen Befehle geben kann. Das mag ich echt gerne. Munition ist voll. Gut, was jetzt? Der Neger steht hier vor so rum. So. Kleiner Mongo. Fick mich nicht ab. Also ich weiß nicht, wie, was ihr über das Spiel denkt, also finde ich auf jeden Fall, es ist schon mal, macht schon mal einen super ersten Eindruck. Von den Spielen, die ich bisher als erste Eindrücke gemacht habe, definitiv das Beste. Ja, das war deine Mama, die hat gerade gefurzt. Ich empfange einen Notruf. Oh, ein Notrufsignal. Lass mal hören. Hier sind das Tubal. 33. Ihr Alpha Patrols werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Also das Spiel gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Steuerung klappt ganz gut, ich muss nur ein bisschen reinfummeln. So, scheiße. Logo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! 100 Meter? Das ist ja nicht so viel. Oh, ja. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich bin tot. Na gut, dann lädt man eben einfach neu. Vielleicht zeige ich euch gleich auch nochmal den Multiplayer. Wäre auch nochmal eine Option. Mal schauen, wie der so ist. Wenn mir die Kampagne schon mal so ganz gut gefällt. Ich meine, ich will jetzt das erste Level zumindest zu Ende bringen. Ich glaube, das sollte schon drin sein. Und dann zeige ich euch nochmal den Multiplayer. Der soll ja auch... Na, also wenn er so ist wie das Singleplayer, dann kann der wirklich nicht schlecht werden. Ich denke, wir sollen hier Menschen... Ja, bla 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 bla. Siehst du da? Achso, das ist mein Kollege. Gut, laufen wir mal weiter. Die Penner haben auch ein MG hier, Schweinepriester. So. Mayday, Mayday, ihr Alpha Patrol.
erbitten sofortige Unterstützung. Ja, ich höre euch. Ich laufe schon los und da gibt's Eistee und Kekse für alle. Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Martin ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Oh oh. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Na, da müssen wir uns ja mal echt beeilen, ne? Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Ach so. Gute Idee. Aha. Schaltet sie aus, aber leise. Geh in Position. Einer schenkt ihn aus. Ich tue, was ich kann. Feind am Boden. Wo? Weites Ziel, Eddie, die stehen. Ich leg ihn um. Kann ich irgendwie Granaten schmeißen? Okay, Ziel ist ausgeschaltet. Ziel am Boden. Einer weniger. Was schießt denn hier auf uns? So, krall dir mal den hier, mein Freund. Muss man ja alles alleine machen hier, oder was? Hab kein Ziel! Sie sind in Deckung! Ich bin unterwegs! Ich sage hier rum. So, gucken wir mal die AK-47 mal aus. So, okay, die nehmen alle nicht mehr. Geheiminfos aufheben, hohoho. Mal die Pumpe mal ausprobieren hier. Los, Mann, ich geb dir Deckung. Wir kommen, haltet durch. Schön. Vorsicht, sie kommen näher. Wow. Muss man eben schnell in Deckung, Jungs. Schön. Sie sind verschwenderisch, aber schön. Oh. Scheiße, eine Geisel. Ich glaube, das war gerade nicht so gewollt von mir. Eigentlich wollte ich den Befehle geben, aber auf einmal zieh dich dann in den Raum rein. Das war nicht so clever. Schnell sag was, Boss, er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar, aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Okay, lassen wir verrecken. Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße.
Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Das möchten wir alle. Liebe Freunde, das möchten wir alle. Aber ich werde nach dem ersten Level beenden, euch das Ende mal ein bisschen offen lassen und hoffentlich euch dazu anreizen, das Spiel selber zu kaufen. Das Spiel ist wirklich geil. Mir hat das erste Level jetzt gerade wirklich richtig, richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich werde jetzt mit euch zusammen noch den Multiplayer antesten. Ich werde euch meine ersten Multiplayer-Erfahrungen hiervon live zeigen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich will ja nichts mehr. So, dann verlassen wir jetzt mal. Also wie gesagt, finde ich wirklich geil. Die Befehle, die man gegen kam, laufen super. Die Kollegen machen super mit. Gefällt mir wirklich gut. Waffenhandling und sowas ist auch wirklich nicht schlecht. Also natürlich ist so ein Call of Duty oder so ein Battlefield dann auch noch so ein Ticken anders gemacht. Aber es ist wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Spiel. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal den Multiplayer an.